Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Ich bin die Pamela, bin aus Österreich. Ich bin die Caro. Genau, heute bin ich bei der Caro zu Besuch und es freut uns sehr, dass ihr bei uns eingeschaltet habt quasi. Ne? Und heute haben wir nämlich ein ganz besonderes Video und zwar ein Kooperationsvideo. Und zwar haben wir mit etlichen YouTuber haben wir eine Kooperation, ein Aufgebracht-Video und das seht ihr auch eigentlich schon im Vorspann, wer alle mitmacht und wer alle dabei ist. Und schaut doch bitte bei alle vorbei, vor allem auch bei der lieben Caro, aber das wäre auch gleich nachfolgend auch merken, das sage ich nämlich nochmal, weil wir haben das oder ich habe das einfach vergessen zu sagen, aber ist ja kein Problem, ne? Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei meinem Video. Ja, und das war's jetzt einmal. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Ich bin die Pamela, ich bin heute bei der Caro. Genau. Und schön, dass ihr bei mir eingeschaltet habt. Wir haben sich gedacht, wir machen mal so ein Format, weil wir jetzt ein paar Sachen gemeinsam machen. Ich verlinke euch natürlich den Kanal von der Caro unten in meiner Infobox. Und ich würde sagen, wenn euch das interessiert, dann bleibt doch bitte dran. Und zwar habe ich glaube ich gar nicht erzählt, es ist ein Aufgebraucht-Video, ne? Und zwar für August, ne? Ist heute ein bisschen chaotisch, aber egal. Also ich würde sagen, ich fange jetzt mit meiner Riesenkiste mal an, weil ich habe echt viel aufgebraucht. Ja, echt viel. Ich habe so viel im August aufgebraucht, das ist unglaublich. Und zwar habe ich aufgebraucht Magnesium-Sport, das sind so Sticks, die was man sich einfach in den Mund lernen kann nach dem Training, beziehungsweise ich nehme da dreimal am Tag eine für Muskeln und Energiestoffwechsel plus Kalium und Vitamin C. Okay. Und die sind vom DM. Dann Ich habe beim Magnesium immer das Problem, dass man da ja Durchfall bekommen kann davon. Ne? Ja, stimmt. Hast du da irgendwelche Probleme oder vertragst du es gut? Unterschiedlich, also es kann schon sein, dass man einen weicheren Stuhl auch kriegt davon, aber die Brausetabletten vertrage ich überhaupt nicht. Okay. Da wird man auch richtig schlecht davon und alles. Nein, trinken kann ich es auch nicht. Also das geht bei mir nicht. Ich krieg das nicht runter, ja, das geht nein, gar ich auch nicht. Aber die gehen, beziehungsweise, die sind auch schon, glaube ich, abgelaufen. Ich habe die jetzt aber trotzdem. Nee, sind sie. Oh ja. Ja, aber noch nicht zu lange. Nicht lange. Nein, ne? Aber ich habe was aussortiert bzw. weggeschmissen. Mhm. Das war vor 2019. Da sage ich mich dann nicht mehr. Ich habe jetzt Medikamente gefunden von, ich weiß nicht, 2006 oder so. Ja, nee, das ist eher nicht so gut, ne? Ja, die habe ich eh nicht mehr genommen, aber trotzdem, das war einfach ganz hinten irgendwo und aussortiert. Ja, und man sortiert nicht jedes halbe Jahr aus seine Medikamente. Ne? Ja, deswegen, genau, und dann gibt es halt Sachen, die ist einfach, ja, die hast halt, die schiebst nach hinten und jetzt habe ich einmal geschaut. Wenn es zu lange abgelaufen ist, ist kein Problem, aber über ein halben Jahr würde ich nichts mehr nehmen. Also. Wobei jetzt ein Chemiker hat mein Mann, ich glaube ein Chemiker hat uns gesagt, dass das eigentlich egal ist. Ich glaube, bei so normalen Tabletten ist es auch wirklich so. Bei Tabletten nur, ist es egal. Ja, aber wenn du irgendwelche Salben, Cremes oder irgendwelche, weiß ich nicht, Tropfen oder irgendwas offen, da glaube ich das nicht, aber bei Tabletten ist es egal. Bei Tabletten ist es egal, ja. Weil wenn ich nichts anderes daheim habe, dann schlucke ich es auch. Ja. Ist einfach so. So, als nächstes habe ich was zum Baden. Und zwar von Dresden Essenz Rückenpower Totes Meer Badesalz. Und das riecht richtig. Okay, du hast schon Hunger. Ja. Riech einmal. Es riecht noch immer so krass. Puh, urgut, oder? Ja, aber bist du auch nach Wick? Nach Wick? Nach dem Balsam. Ja, das ist das. Ich weiß nicht, ist das Magnesium, was das drin ist? Annika und Myrte. Mit totem Meersalz. Ich glaube, die Myrte ist das dann. Vielleicht, ja. Und das war auch urstark verbilligt. Das hat nur mehr 3 Euro statt 5,75 gekostet. Das ist deswegen. Cool, ja. Weil ich habe das eigentlich schon zu Hause gehabt, habe das eigentlich nur deswegen nochmal gekauft. Das habe ich erst gestern leer bekommen. Das ist nämlich ein, ich weiß, ihr seht das jetzt wahrscheinlich gar nicht, weil das ist einfach weiß. Soll ich das Licht noch ein bisschen anders stellen? Nee, ist nicht so schlimm. Okay. Dr. Yves Riot, Vitamin C Hyaluronic Acid Night Moisturizer, Limited Edition war das. Und das hat echt lange gehalten. Ich dachte mir, das wird urkompliziert werden, weil das eben nur so
zum Rausploppen ist, aber es ging eigentlich ganz gut. Also ich hatte eine Technik, sagen wir es mal so. Ich habe es immer so ein bisschen geschüttelt und dann ist rausgedrückt und ja, ich weiß zwar nicht, ob ich alles rausbekommen habe, aber... War das nicht das jetzt in deiner Box? Ja, das war erst letztes Monat oder vorletztes Monat, das habe ich sofort ausprobiert. Ah, okay. Und ich fand das aber wirklich gut, also das war sehr reichhaltig und... Ja, ob es jetzt so wirklich viel aufgehellt hat, kann ich nicht sagen. Aber wieder ein Zebra drin. Ja, möglich. Ja. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr wo. Gestern in der Nacht habe ich ja meine Haare gebleicht und da habe ich diese zwei Sachen leer gemacht. Das war schon ein bisschen länger, war wirklich schon länger offen. Das letzte Mal habe ich mir meine Haare blondiert vor etlichen Jahren und da ist auch diese Creme, diese 3% Creme zu mischen und da war schon ein bisschen Bröckeln drinnen, aber es war mal wurscht, ich habe es trotzdem gemacht. Also, na, aber, schaut auch gut aus, also passt doch. Ja, mein Sohn hat auch gemeint, das passt eigentlich. Ja? Ich habe eigentlich schon Angst gehabt, dass sie einen Schock kriegt, wenn ich so jetzt komme, aber sie hat eigentlich eh ganz cool reagiert. Also. Nein, das passt doch gut. Warum sage ich einen Schock? Ja, weiß ich nicht. Könnte ja möglich sein. Also einen Schock hätte ich jetzt gekriegt, wenn du lila Haare hast. Ach so, oder, ja. Oder grüne oder so, ja. Ja. Aber blau aber ich sogar noch weniger. Aber lila und grün oder so, das wäre jetzt nicht so. Okay. Aber... Blau, aber schauen wir mal, ob es so bleibt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Bin gespannt, was du dann noch einfällst. Genau, ich habe schon weitere Ideen, weil vielleicht mache ich mal oben dann noch Silber und unten so Pastellrosa. Aber ich überlege noch. Also mein Sohn hat gemeint, ich soll blond bleiben, aber wir schauen wir mal. So, und was mir heute kaputt gegangen ist, und das wird aussortiert, leider, das habe ich beim Action gekauft und ich habe nur ein bisschen auseinandergezogen. Ich hatte das erst einmal oben oder zweimal und jetzt ist kaputt geworden. Das heißt, es kommt auch in die Tonne. Was ich auch noch aussortiert habe, da sind wir wieder beim Thema Babywipes. Die nehme ich immer, um meine Swatches abzuwischen. Aktuell für die Hände zum Abwischen habe ich immer so ein Mikrofasertuch. Das ist eigentlich auch ganz gut. Das wasche ich dann immer. Es ist nachhaltiger. Ich glaube, ich werde die jetzt absetzen. Ich habe jetzt noch ein paar Packungen, aber dann glaube ich, werde ich auf die verzichten, weil Mikrofasertücher kann man waschen und ist somit für die Umwelt besser. Das stimmt, ja. Dann habe ich auch erst letzte Woche aufgebraucht. Es ist eigentlich, ja, es ist ein Dusch. Wie heißt das nochmal? So ein Shower Steamer, das ist ein Duschparfum, glaube ich, nennt man das. Das legt man unten in die Dusche rein und dann soll der Geruch aufsteigen und sollte halt ein tolles Gefühl. Das ist aber eine Badebombe, nur für die Dusche. Nur für die Dusche, genau. Und von Miss Patisserie, Bath and Body. Ja, ich habe da nicht viel gerochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann eines davon, ich glaube, ich habe noch ein zweites, ich bin mir nicht sicher, habe ich dann in die Badewanne dazugegeben, weil ich glaube, dass da der Geruch noch ein bisschen besser. Aber beim Duschen habe ich jetzt nichts gemerkt. Das hatten wir, glaube ich, auch erst in einer Box. Das ist das Le Parfumeur Duschbalsam Sensuel. Und das war von der Konsistenz sehr gewöhnungsbedürftig, weil das einfach nur rausgeflossen ist. Aber war urheftig parfümiert. Ich kenne das nicht. Riechst du es noch? Also ich finde, das riecht auch jetzt noch sehr stark. Und wie ein Parfum riecht das. Also das ist so krass. Ja, es riecht aber ganz gut. Ja, es riecht gut. Ja. Dann, das hat mir auch ultra gut gefallen. Das ist von Colourpop, das von der Fourth Ray Beauty. Das ist die Skincare quasi von Colourpop. Die Watermelon Face Polish. Also das war ein Peeling mit Wassermelone und das hat auch richtig nach Wassermelone gerochen. Riech mal. So fruchtig. Ja. Sowas habe ich überhaupt noch nicht. Kann fast reinbeißen. Ja, wirklich. Und ich glaube, das ist auch ein Zuckerpeeling, weil ich habe das ein bisschen im Mund auch teilweise gekriegt und es hat überhaupt nicht ekelhaft geschmeckt, sondern eben, ja. Aber man darf es nicht essen, ne? Sag ich nochmal dazu. Aber man kriegt Gusto auf Melone. Ja, wirklich. Ja. Dann habe ich von Schebens Cooling Hyaluron Augengel Pads ausprobiert. Was soll ich dazu sagen? Es war sehr reichhaltig, aber die sind runtergerutscht. Und wenn mir Augengel Pads runterrutschen, das dann... Das nervt. Weil ich bin keine, die sich dann ins Bett legt oder ruhig liegen bleibt und dann nichts macht, sondern ich gebe mir die rauf, die müssen ja 15 bis 20 Minuten einwirken und dann mache ich wieder was anderes. Dann gehe ich in die Küche, mache einen Geschirrspüler oder was auch immer. Ne? Und deswegen... Nein, werde ich mir nicht mehr kaufen. Sicherlich nicht. Jo, wie merkt man das? Ja, das ist das Problem. Ja. Und das ist das absolute Top-Produkt für mich. Absolut.
absolutes Top-Produkt. Denn das ist von Balea die Beauty Hyaluron Augengel Pads. Ich glaube, die sind auch zweimal drinnen oder noch öfters, weil du gibst sie rauf, die sind ultra dünn, aber ultra feuchtigkeitsspendend. Keine Ahnung, wie Balea das gemacht hat. Und die haften an deiner Haut. Ich hatte die gestern oben, wie bis sie ausgetrocknet sind. Mhm. Ich habe mir meine Haare gefärbt und das hat echt lange gedauert, bis alles eingefärbt war. Und die waren noch immer drauf und da. Die haben nie, sind nicht gerutscht, ne? Mhm. Und ich habe mich echt viel bewegt. Ich habe runter, rauf, ich habe da. Und da, Top-Produkt. Also, wenn es das noch gibt, das war, da habe ich mal die Neuigkeiten vorgestellt, aber das ist, glaube ich, auch schon wieder 2 Monate her, glaube ich, oder so. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber da hatte ich auch ein Serum ausprobiert. Mhm. Aber die sind richtig gut. Von Balea, die Sachen sind meistens ganz gut. Also, aber die finde ich außergewöhnlich gut, wirklich. Ich verwende Balea so sehr gern. Also, 2-mal, gleich da. Die habe ich, glaube ich, sogar 2 Tage hintereinander genommen. Ich glaube, das hatte ich das von dir oder von der Stefanie? Entweder, oder? Ich habe es in einem Trash-Paket drinnen gehabt. Entweder von dir, von der Stefanie oder von der Birgit auf alle Fälle. Das vielleicht war das vom Primark, ich weiß nicht. Da steht auch nichts drauf. Es ist ein Meeresalgenkörpersalz und das habe ich auch erst ausprobiert. 60 Gramm, ich habe damit überall mich eingeschmiert und es hat jetzt aber auch nicht krass gebrannt. Es dürfte aber irgendwas Koreanisches sein, laut diesem Symbol. Und ja, es war okay. Es war ein bisschen botzert. Weißt du, was ich meine? Manche sind da ein bisschen, ja. Aber es war okay. Weil ich mache ja einmal die Woche mache ich ja einen Body Scrub. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Ja, ich probiere es auch so ungefähr einmal die Woche. Außerdem mache ich ja Bräunungsgeschichten auch noch dazu und da solltest du vorher dich peelen und dann erst das auftragen. Ne? Mhm. Was ich auch aufgebraucht war von CD reine frische Baumwollblüte und grüner Tee und das war richtig gut. Ich weiß, es gibt einige, die was CD nicht möchten oder mögen, aber ich finde es gut. Was du gesagt hast? Nein. Na, okay. Gibt es sogar beim Action, aber die gibt es auch, glaube ich, in der Drogerie. Okay. Und der war urgünstig beim Action eigentlich und richtig gut, ja. So richtig frisch und richtig gut. Komm noch ein bisschen was raus. Nicht mehr viel, ne? Wahrscheinlich nur mit Luft. Nur mit Luft. Ja, aber der war wirklich gut. Also den würde ich mal eventuell nachkaufen, aber dabei habe ich noch Deos. Also derweil noch, geht noch. Aber ja, dann habe ich aber noch ein Flop-Produkt von Action. Und zwar waren diese Fruit Shot Ice Pops in verschiedene Geschmacksrichtungen. Und das war einfach nur künstliche Aromen pur. Und das hat nicht einmal mein Sohn gegessen. Also, okay. Na. Der mag echt gern Eis, also. Ja. Dann habe ich noch von Chessa, das ist eben ein Intimpflege-Waschlotion, die habe ich Sensitive, die war auch gut. Die habe ich auch gerne ausgetestet und aufgebraucht. Und das war erst in der Box von Glossybox. Glossy? Genau, Glossybox war's. Sicher? Ja. Die letzte, diese Artbox war das und ich so begeistert und so gehypt, weil in der letzten Zeit war die Glossybox nicht gut. Also ich finde es persönlich war teilweise gar nicht gut und das ist die Beta-Glucan Calming and Stretching. Und die sind auch, ich finde die waren richtig gut, die waren von der Farbe ein bisschen anders, so ein bisschen bräunlicher, aber... Ich finde die gut. Also ich liebe Barbo-Ampullen und deswegen habe ich die sehr, sehr gerne aufgebraucht. Hast du es auch schon benutzt? Oder? Nein, habe ich noch nicht. Okay. Ich habe jetzt nämlich gerade von, ich weiß nicht, Neutrogen oder so, so eine 7-Tage-Kur. Also wenn ich Ampullen habe, dann verwende ich die jeden Tag, bis sie leer sind. Ich liebe Ampullen und habe jetzt aber noch von der Beauty-AT-Box, die habe ich ja schon angeboxt, aber da kommt erst das online, weil das... Bei mir auch. Genau, wir sind gerade draufgekommen, dass wir sie beide bestellt haben und da sind eben auch Ampullen drinnen und die stehen schon in meinem Badezimmer und die werden dann auch gleich wieder aufgebraucht. Und dann hoffe ich, dass ich wieder irgendwo was drinnen habe, weil die sind halt schon immer sehr teuer, die Ampullen zu kaufen.
Als nächstes habe ich von Revolution das Niacinamide Tonic mit Kamille-Extrakt. Da war urviel drin, 200 Milliliter. Und das war eigentlich auch sehr beruhigend, ja, weil Toner nehme ich ja jeden Tag zweimal, also einmal morgens und einmal abends, nach meiner Reinigung und vor meiner Pflege. Nein, Niacinamide klingt sehr interessant. Ja. Muss ich schauen, gibt es das noch? Das habe ich schon vor längerem gekauft. Das war so ein Set. Aber wenn, dann müsstest du auf der Revolution-Website schauen. Ne? Okay. Ich habe es online bestellt. Ja. Ah, okay. Was ich dann noch aufgebraucht habe, beziehungsweise umgefüllt habe, weil der Sprüher mal wieder kaputt war, ist von Wet n Wild das Fixing Spray. Ich habe gerade überlegt, ob es Setting oder das Fixing, aber es ist ein Fixing Spray. Es ist klein. Ja, es ist wirklich klein. Aber schade, dass der Pumper leider kaputt ist. Aber das Setting Spray ist eigentlich nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Dann habe ich noch das You Glow Girl von Beaten Off gebraucht. Ja, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, ganz ehrlich. Also ich habe dann jetzt nicht viel gemerkt, dass ich da bräuner worden bin, ne? Das war in der Glowback drinnen. Ne? Und das habe ich jetzt auch noch im Backup und das wird dann weitergegeben. Vielleicht ist wer anderer mehr zufrieden damit. Ich habe Kosmetik, dekorative Kosmetik aufgebracht. Oh mein Gott. Ja, das freut man sich immer. Ja, es ist so, so selten. Yeah. Da werde ich euch auch ein Update auf Instagram geben, weil ich habe in einer Facepalette auch schon ein Pen, ein Hitter-Pen drinnen. Und also schaut auch gerne auf meinen Instagram-Kanal vorbei und da heiße ich genauso wie hier. Und zwar ist es von Benefit, der Precisely My Brow Pencil. Ja, er hat mich nie so vom Hocker gerissen, obwohl viele gibt es, die was sehr zufrieden damit sind. Das ist die Farbe 3,5 und ich muss sagen, der ist mir auch immer wieder abgebrochen. Ich habe da nicht stark aufgedrückt, ich habe immer nur ein bisschen rausgedreht. Wie schaut der aus innen? So schaut der aus. Ah, eher auch so zum Rausdrehen, so ein kleines, genau, dünneres. Okay. Ja, genau. Aber ja, die dünnen brechen fast überall. Ja, die sind, deswegen, der ist so, so teuer. Mhm. Und ich finde, nee, das unterstütze ich sicher nicht. Mit Sicherheit nicht. Und dann ist mir vom Art Deco der Waterproof Maker auch leer gegangen. Dann habe ich ja jeden Tag mein Bauchflug. Ich habe... Ja, man darf dann zuschlagen. Ne? Habe ich wirklich jeden Tag benutzt und auch wenn man tränende Augen hat zum Beispiel, wäre das auch gut. Ne? Okay. Du hast immer so tränende Augen. Gut, aber ich verwende wasserfeste Mascara sowieso. Ja, okay, hilft das was, also, oder? Mir ist die Mascara eigentlich noch nie wirklich verronnen. Okay, na dann passt. Aber es gibt sicher vielleicht auch schlechtere Mascaras. Ich habe es mir einfach überall, auch wenn das waterproof war, ich habe es überall drüber klatscht und ich finde, das war richtig gut. Dann habe ich noch von Balance Me das BHA Exfoliation Konzentrat 30 ml leer gemacht. Kennst du das? Nein. Okay, das habe ich quasi auch nach der Reinigung, habe ich mir das einfach mit einem wiederverwendbaren Wattepad draufgegeben. Mhm. Ja. Kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, das war auch nur so eine kleine Probegröße. Dann habe ich auch noch Kunstnägel, die waren vom Kik, da waren so rote spitze Kunstnägel drinnen, die habe ich für meinen Sailor Moon. Habe ich gesehen in dem Video, ja. Ja, genau, habe ich die dann benutzt. Aber sie sind auch relativ schnell leider wieder abgegangen. Und da habe ich noch, die sind auch cool, die sind vom Action. Das sind die Glossy Rainbow Nails, die sind noch nicht so lange und sind so einen schönen Regenbogenfarben einfach. Die haben mir sehr gut gefallen mit diesem Farbverlauf. Kenne ich, ja. Und dann, das ist auch ein absolutes Top-Produkt zu mir, das sind die Biore Aktivkohle Tiefenreinigungen Clear Up Strips. Da waren auch vier Streifen gratis noch drinnen, das heißt insgesamt waren da 10 Stück drinnen und die verwende ich eigentlich regelmäßig, um meine Nase von den verstopften Poren zu befreien. Okay, muss ich mal merken. Das ist auf der Seite, dass ich das sind die besten. Ich habe schon andere Marken gehabt und die haben fast
gar nichts gebracht. Heute leer gemacht, beziehungsweise das geht schon so streng, ich kriege da nichts mehr raus. Ich zeige euch einmal, wie groß diese Tube war. Das ist unfassbar, wie groß diese Tube war. Und ich habe echt lange gebraucht. Ich glaube, ich habe fast 2 Monate gebraucht, um die leer zu kriegen. Das ist von Frack. Da gibt es ja auch diesen Freckle Maker. Von der Firma ist das, der Rich Bitch Cactus and Vitamin C Moisturizer. Ja, der war aber wirklich richtig gut, hat gut gepflegt, reichhaltig, aber nicht zu reichhaltig. Und ja, Vitamin C ist auch immer gut, ja, cool, ja, für den Sommer. Und diese Creme ist richtig teuer. Die war irgendwann am Anfang, wie ich angefangen habe, war die schon drinnen. Ich glaube, die kostet 70, 80 Euro oder 60 Euro. Also richtig teuer. Dann habe ich auch erst heute leer gemacht, das Lancôme Genifique Konzentrat. Das war eigentlich auch ganz gut. Das soll ja für jugendliche und strahlende Haut sorgen. Also ich hoffe, ich schaue als Jugendliche aus. Sicher. Und ich hätte dich sowieso für unter 30 gehalten. Also na schaut's. Meine ganze Pflege bewirkt das. Ja. Das war so ein bisschen milchig auf alle Fälle mit so einer kleinen Pipette und das habe ich zusätzlich, ich verwende meistens 2 Serien und das habe ich zusätzlich einfach genommen, aber es hat sich gut auftragen lassen und hat sich gut verteilen lassen, das kann ich euch auf alle Fälle dazu sagen. Dann habe ich einen Sponge aussortiert, weil der macht da schon so, hat so, schon so eine Delle und der fühlt sich schon so bisschen komisch an und dann werden die Schwämmchen immer bei mir aussortiert. Mhm. Auf alle Fälle. Dann habe ich von der Stephanie dieses Foam O in Apple Stuff Fruit. Das ist auch so ein Duschparfum. Da habe ich zumindest ein bisschen was gerochen, aber hat mich jetzt leider auch nicht vom Hocker gerissen. Mhm. Deswegen nachkaufen würde ich es noch nicht. Kennst du das? Nein. Das nächste Produkt ist wieder ein sehr teures Produkt. Das ist von Mood Mask, das Serum Infused Eye Mask. Das war auch, wie man hier sieht, sehr dunkel. Weiß nicht, ob man sieht. Das war auch mit, ich glaube, Heidelbeeren. Das hat man auch richtig gesehen. Also da waren so richtige Flocken drinnen und ganz dunkel. Und aber so richtig habe ich das nicht gemerkt. Ich habe es halt einfach aufgebraucht für das, wie teuer das ist. Ist mir zu wenig Wirkung dafür auf alle Fälle. Ich habe auch einen Raumspray aufgebraucht in Hammam. Den habe ich nämlich von meinem Sohn bekommen zum Muttertag. Und das hat so gerochen. Mhm. Eigentlich ganz angenehmer, ganz gut, ja. Nicht aufdringlicher Duft. Und ich denke, dass den Glasflocker oder auch vielleicht die Holzdose werde ich mal aufbehalten. Und habe mir auch schon teilweise selber sowas befüllt mit Sonnenblumenöl und Duftöl einfach rein. Das geht super, super einfach. Es verdunstet dann auch. Es verdünstet das? Auch ein bisschen, aber ja. Es dauert länger. Okay. Aber du kannst auch immer wieder Duftöl nachfüllen. Ah, ne? Okay. Dann habe ich von Balea das Duschöl wieder leer gemacht. Das ist ja immer mein Duschöl, um meine Schwämmchen und meine wiederverwendbaren Wattepads zum Reinigen. Und das ist ein absolut Top-Produkt für mich. Hydrogel Augenpads mit Hyaluron, Magnolienextrakt und Vitamin E. Die haben mir auch nicht so gefallen. Die waren ein bisschen zu dick. Mhm. Und dadurch war das auch nicht so angenehm, finde ich. Also, nee, hat mich nicht so vom Hocker. Schade. Ja, wie gesagt, alles ist auch nicht toll von Balea. Nein, nicht alles, aber vieles. Vieles, ja. Dann habe ich die Balea Handseife Jungle Breeze, das war diese Limited Edition, leer gemacht nach Orangenblüten und weißen Pfirsich. Das ist eigentlich genau deines, ja. Ne? Weil jetzt habe ich was nachgekauft, jetzt haben es nicht mehr so coole Editions zu zart. Also, ja. Dann habe ich noch leer gemacht, das sind feuchtes Toilettenpapier mit Camille und Aloe Vera mit zartem Duft. Die waren ganz angenehm. Die waren in meiner You Try Me Box drinnen. Und auch noch diese Summer Edition von Balea, diese Shimmer Lotion Summer Sunset
mit einem Monoi-Extrakt und Südsee-Duft für jede Haut. Die habe ich auch aufgebracht. Also aufgebracht, das hat auch länger gedauert eigentlich. Die hat so einen sanften Schimmer. Also immer wenn die Sonne so drauf gescheint hat auf meine Haut, da hat man das gesehen, wenn ich mich am Vorabend eingecremt habe. Und das finde ich, hat mir richtig gut gefallen. Dann habe ich auch noch den Farb- und Schmutzfänger. Das sind so Mehrwegtücher, die mache ich immer in meine bunte Wäsche, dass sich nichts verfärbt. Die habe ich auch schon öfters gehabt, also ist auch ein absolut gutes Produkt. Dann habe ich auch noch reingetan meine Kontaktlinsen, weil ich habe ja Monatslinsen und da habe ich wieder eine Packung aufgebraucht. Haben wir, glaube ich, auch nicht viel dazu sagen. Ich würde auch so gern Kontaktlinsen haben. Ja. Aber ich könnte nur harte tragen und das geht nicht. Das gut, da kann ich nichts dazu sagen. Ich habe nur weiche und ja. Nein, ich habe es nicht vertragen. Ich habe so Kopf gekriegt davon und habe mir, selbst wenn die Sonne nicht da war, habe ich nur mit Sonnenbrille rausgehen können. Na, das ist dann nicht angenehm. Ich bin schon froh, dass ich die weichen vertrage und benutzen kann, weil immer nur Brille ist auch kacke, wegen Sonnenbrille und eben wegen der Sonne und alles und so, aber es ist trotzdem eine Einschränkung, auch wenn du Kontaktlinsen hast, weil du kannst auch Probleme haben, du kannst eine Augenentzündung kriegen und alles mögliche, aber ich bin trotzdem froh, weil zum Fortgehen oder wenn die Sonne scheint und so, ja. Dann habe ich noch von Yuti die iPad Mask mit Ceramide, Hyaluron und Zauberstrauch. Das waren goldene und die waren eigentlich richtig gut. Ja. Die haben mir sehr gut gefallen. Aber von Yuti habe ich kaum noch welche gehabt, die was mir nicht gefallen hätten. Das stimmt, ja. Dann habe ich noch das Wahre Schätze festes Shampoo mit sanfter Hafermilch. Und ich nehme das nicht, um meine Haare zu waschen, ich nehme das, um meine Pinsel zu reinigen. So wie jede feste Seife oder jedes festes Duschgel, das funktioniert, oder Haarshampoo, das funktioniert super. Dann, das habe ich auch schon extrem lange jetzt gehabt und habe es jetzt endlich aufgebraucht, von Balea Med, das Ultrasensitive Reinigungsschaum mit Mikrobiom Balance. Das nehme ich ja immer quasi nach meinem Abschminkbalsam und dann gehe ich nochmal mit einem Schaumreiniger drüber, um alles wirklich zu entfernen. Und ja, der war so schaumig. Ich kenne den gar nicht. Der ist meistens bei dieser Med-Reihe dabei. Ich glaube, die steht extra irgendwo. Okay. Und das ist auch, habe ich jetzt echt schon lange gehabt. Das war auch in einer Box drin, das ist das Food Lab Co. Instant Food Peeling. Ich glaube in einer My Little Box oder Look Fantastic. Ich glaube, weil ich habe noch eins im Backup und das verwende ich auch gerade. Ich habe davon jetzt nichts gemerkt. Ich stehe in der Dusche, sprühe mir das auf und reibe mir quasi mit einem Bimstein das runter, aber ich habe jetzt nicht mehr... Muss das in der Dusche sein oder wie ist das? Ja, na. Instant Food Peeling. Ja. Du sprühst dir das auf und dann reibst du das ab, dass es wahrscheinlich ein bisschen leichter geht. Aber so viel Hornhaut habe ich ja gar nicht. Ne? Deswegen. Ja, gut, ich kann das nicht schießen, ist das zu klein. Steht auch nicht auf Deutsch drauf. Okay. Steht nur auf UK drauf. Es sagt, steht halt drauf, dass es softer die Haut wird und... dass es refresh, also erfrischt. Erfrischt, genau. Und ja, man soll das Spray einfach aufsprühen und leave it to work it for 1 minute. Okay. Und dann soll man es abspülen, ja. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich habe davon nicht wirklich. Aber vielleicht musst du einfach mehr Hornhaut haben und alles. Das machen unter der Dusche, den Fuß dann raushalten, dass er nicht weiter abduscht wird, oder? Ja, ich habe die Dusche quasi hinter mir und stehe quasi mit dem Rücken zur Dusche. Dann sprühe ich das alles an, warte kurz und dann schrubbe ich mal das runter. Okay. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ich habe da nicht wirklich irgendwas gemerkt. Dann habe ich noch von Elf das Illuminating Mist and Set. Das habe ich dann als ich habe es schon auch zum Setten genommen, aber am Schluss habe ich es dann eher zum Refreshen genommen. Ne? Genau. War okay. War. Duft hat es nicht wirklich gehabt. Dann habe ich noch eine Limited Edition von feuchten Toilettentücher gehabt. For Him and Her. Frisch. Einfach nur frisch. War eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Aber... Genau, das ist es, was wir vorher geredet haben. Das ist das Aloe Vera Gel, das was ich benutze. Okay. 90% reine Aloe Vera spendet intensiv Feuchtigkeit. Das war in einer Box. Genau, das war in einer Box drin.
Und das nehme ich immer für meine rasierten Stellen und das ist richtig gut. Oder man kann es auch nach dem Sonnenbaden nehmen. Wenn man Sonnenbrand zum Beispiel hat, geht das genauso. Ich lege das auch mal auf die Seite, ja, dass ich dann das fotografiere oder so. Genau. Dann habe ich das 8x4 Vibrant Flower aufgebraucht. Das ging so, da hatte ich schon bessere, aber das hat mit Geruch auch zu tun, das war mal zu blumig irgendwie ein bisschen. Das war so. Jetzt, was ich auch aufgebraucht habe, beziehungsweise der letzte Rest ist mal abgebrochen, war das Deo. Das war so ein, kein flüssiges, sondern so ein cremiges Deo, ne? Und war aber eigentlich ganz okay, das hat nicht wirklich viel Geruch gehabt und ja, aber es war halt schon sehr, sehr cremig unter die Achseln. Ja, ich mag lieber Sprays. Also ja, ich mag überhaupt das. Ja. Das mag ich nicht. Ich meine, wenn es so, so flüssiges ist, was man sich unter so ein Roll-On, das ist auch okay. Aber ja, ich habe aber auch quasi so eine Deo-Creme, habe ich auch in Anwendung. Die mache ich aber meistens nur nach dem Duschen oder so, weil sonst finde ich das irgendwie ein bisschen ekelhaft. Weil man schwitzt ja trotzdem, ja, klar, und dann geht man mit den Finger ran oder man muss sich dann halt immer die Finger danach gut waschen. Dann habe ich die Gesichtssonnencreme für Kinder und Erwachsene aufgebraucht mit Lichtschutzfaktor 50. Schaut so aus. Die habe ich auch einmal abverkauft beim DM gekauft. 4,95 glaube ich war das. Als nächstes habe ich den Revlon Instant Tea Tangling Conditioner für normales oder trockenes Haar, 50 ml, habe ich jetzt leer gebracht. Das waren auch zwei so Phasen, die musste man schütteln. Und Sprühte habe ich mir nach dem Haarewaschen reingesprüht ins Handtuch trockene Haar und das bleibt auch drinnen. Also. Und Revlon habe ich jetzt auch noch eine größere Pflege angefangen gestern, dadurch meine Haare sehr strapaziert sind und richtig gut. Am Anfang, ich bin gar nicht durchgekommen, geschaut mit der Bürste beim Föhnen und alles und sprühte das rein und das ist wirklich gut. Also Revlon, muss ich sagen, kann ich schon empfehlen. Schon gut. Ja, diese Zahnmilch von der Biber Bonusbox. Ja, was ist damit? Ja, was soll ich dazu sagen? Sehr, sehr scharf. Okay. Magst sehr, meine haben? Sehr scharf. Aber ich bin ja heute Sauna, deswegen habe ich das weiter benutzt, bis es leer war. Scharf. Ich muss auch sagen, ich habe meistens viel mit so Menthol und diese ganzen Zahnspülungen, Mundspülungen, aber die war schon wirklich an der Grenze. Dann geht meine weiter, weil das mag ich überhaupt nicht. Wirklich. Ja. Dann habe ich noch ein Nahrungsergänzungsmittel aufgebraucht, das war Hinoki Sango Korallen Calcium Magnesium Kapsel Maritim. Die habe ich benutzt. Ob es was gewirkt hat, keine Ahnung, aber ich habe es benutzt, weil Magnesium braucht man eigentlich immer, ne? Weil sonst habe ich Krämpfe nach dem Sport und alles, deswegen habe ich das benutzt. Ja, und ich sollte langsam anfangen zum Kalzium nehmen. Ja, ist auch wegen den Knochen. Ja, wegen den Knochen, weil die bauen halt immer mehr ab und alles. Oder du trinkst viel Milch oder Käse. Ich vertrage es nicht so gut, oder, also deswegen. Ja, dann muss man vielleicht eh was machen, ne? Dann habe ich noch von Ebelin die Nagellack-Entferner-Pads acetonfrei, grüner Tee und Apfelduft. Die waren okay, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Das Gefühl war komisch, auf dem Nagel die mit dem abzumachen. Und die waren auch so ein bisschen schmierig, wenn man es angegriffen hat. Na, das mag ich ehrlich gesagt nicht so toll. So, dann haben wir noch eine feste Seife. Die habe ich zurzeit in Anwendung. Die We Do No Plastic Shampoo Light and Soft. Vorher ein Body, ich nehme es wieder für meine Pinsel zu reinigen, weil ich schminke mich jeden Tag, ich wasche meine Pinsel, also ich benutze sie wirklich nur ein einziges Mal und dadurch muss ich mindestens ein bis zweimal in der Woche, eher zweimal die Woche Pinsel waschen und da brauche ich immer relativ viele Seifen auf. Den True Gum habe ich auch aufgebraucht, den mag ich ja ultra gerne. Das ist ein plastikfreier Kaugummi und er wirkt halt nicht so lange wie andere, aber die wirken oft ja auch nicht so mega lange, deswegen. Dann hatte ich noch was in der Box, da war ich so zweigeteilt. Das war von Look Fantastic, das war das Scrub Whip for Your Confidence Express Scrub. Da steht, irgendwie ist da nur so eine Eis-Dings drauf und es hat so ausgeschaut wie Kaffee, aber gerochen nicht ganz wie Kaffee. Ich war mir nicht ganz sicher, was das ist. Und es ist auch nicht wirklich, oh ja, da hinten, es enthält Nüsse, vielleicht war es auch mit Nüsse, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe es ausprobiert, es war praktisch, weil man es hier rausdrücken hat können und ich habe das sicher
3 bis 5 Mal benutzt, eher 5 Mal würde ich sagen. Also war schon relativ viel, viel drinnen. Wie viel waren da drinnen? Ich sehe es gar nicht. 150 Gramm. Also das war schon ordentliche Packung. Ja. Dann habe ich noch Hydro Skin Eye Mask von K-Beauty, ist eine K-Beauty Augenpads von Make-Up Mecca. Da habe ich mal so ein ganzes Fullface auch geschminkt und die finde ich waren richtig gut, aber die werde ich mir nicht nochmal bestellen, weil die kann man nur nach Deutschland leider bestellen, ja. Nicht nach Österreich und die hat meine Freundin mitbestellt. Ja. Die kennst du sicher auch, die oder? Die kenne ich, ja. Von Look by Beeper, die Pure Ampullen, die habe ich auch mal ausgetestet. Das sieht man jetzt, glaube ich, nicht so gut in der Kamera. Mit Patenol, ja, die waren eigentlich ganz okay, haben Glow gegeben. Die waren im Tauschpaket drinnen. Mhm, ja. Und die Facial Sheet Mask von Action, die Princess Mask, bin ich überhaupt nicht zufrieden. Nein, nein, nein. Ich finde, die ist urschlecht. Die legt sich nicht an, die steht ab, die rutscht runter. Die ist einfach. Hast du die schon getestet? Nee, die schaut wirklich. Die habe ich gar nicht. Schaut wirklich schön aus, aber ich hasse ihre Wirkung. Wirklich. Dann habe ich nochmal UD iPads mit Pink Grapefruit Hyaluron und Vitamin C. Hattest du die auch? Ich habe es vielleicht im Kühlschrank. Aha, okay. Probiert habe ich es noch nicht. Okay, ja, die war auch gut, also kann ich nichts Gegenteiliges sagen. Dann habe ich noch von Sparkling das Body Mist. Das war mal ein Geschenk von meiner Mama. Das ist so ein Body Spray und den habe ich auch aufgebraucht und der hat sehr frisch gerochen. Das hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen, weil ich mag so Body Spray, Body Mist gut. Dann habe ich noch von Scholl die intensiv regenerierende Fußcreme aufgebraucht. Das hat auch ziemlich lange gebraucht, weil braucht man immer nur ganz wenig. Aber ich finde nicht, dass die viel gebracht hat. Okay. 10% Urea ist da. Aber da steht zwar klinisch bestätigt, seidig weiche Füße. Nein, hat sie nicht gemacht. Wirklich nicht. Ich habe jetzt die... Was ist das? Mir fällt das jetzt nicht an. Auch eine Fußcreme, ne? Ja. Aber so diese richtig fettige. Aha. Wie heißt das? Fußbutter vielleicht? Ne. Okay. Na egal. Vielleicht fällt es dann nochmal an. Von Shebens die Golden Glow Augengel Pads, die waren aber gut. Die mag ich. Also Shebens sind meistens gut, bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht. Und dann habe ich noch Barbo-Ampullen bekommen. Ich glaube, das war von der lieben Birgit, wer sich es noch so in Erinnerung hat. Wenn nicht, tut es mir extrem leid, wenn ich jetzt einen falschen Namen gesagt habe. Einmal hast du das von irgendjemandem gekriegt, habe ich gesehen, dass du dich so gefreut hast drüber. Ja. Deswegen habe ich es da auch reingekriegt. Ja, ja. Oder sind die von dir? Ich habe da auch welche reingekriegt. Genau die gleichen? Ja. Also dann sind es vielleicht eh von dir. Vielleicht, ja. Ja. Na sicher, von dir habe ich das letzte Trash-Paket. Ja. Ja, oh ja, okay, dann sind es von der Caro. Entschuldigung. Und wie gesagt, jeder, der was meine Videos ein bisschen schaut, weiß, ich liebe Barbo Ampullen. Und deswegen habe ich zu dir reingeklickt. Ja, da habe ich mich echt gefreut. Da waren 3 Ampullen drinnen und die habe ich echt, echt gerne benutzt. Also mit Barbo Ampullen oder generell mit Ampullen kann man mir immer sehr viel Freude machen. Dann habe ich noch ein Parfum aufgebraucht von Tommy Hilfiger, das Dreaming Parfum. Das hat mir auch sehr gut gefallen, weil das auch sehr frisch ist und nicht so extrem blumig. Aber es ist nicht so, dass mir kein blumiger Duft gefällt. Aber ja, da habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich das aufgebraucht habe, weil da waren 30 Milliliter waren da drinnen. Dann habe ich noch die von... My Little Box. Steht das mir ist der die gerade. Schauer. Ich werde mir das aufbehalten, weil ich das toll finde, dass da ein Pumpspender gibt, mir das so raus. Aber das war so schnell leer, das war krass. Mhm. Aber man kann sich da super gut noch was einfüllen. Es wäre schön gewesen, wenn das ein bisschen größer gewesen wäre. Oder ein bisschen dicker zumindest. Ne? Aber so. Ich habe keine Pflegewirkung irgendwie gemerkt. Ich habe es noch nicht probiert, das steht nur mal in der Dusche, dass ich es. Ich mag nur einen Spender davon. Und von Rabenhorst, innere Schönheit mit Biotin, da habe ich jetzt auch schon öfters verwendet. Ab und zu habe ich es in der Box von You Try Me, da kann man immer aussuchen. Ob das jetzt mir so viel geholfen hat, keine Ahnung. Es schmeckt sehr süß auf alle Fälle.
da habe ich jetzt auch ein paar Putzmittel aufgebraucht. Und zwar sind das zweimal, also einmal Glas und einmal Spüle, aber ich verwende die beide. Also es ist immer so ein Tabs noch drinnen, wegen Nachhaltigkeit, ne, dass man nicht so viel Plastik hat, weil da hat man nur diese kleine Verpackung. Und das füllt man einfach mit Wasser auf und ich verwende das einfach, um meine Küche zu reinigen. Mit so einem Sprüher. Ist der auch irgendwo in einem Geschäft oder was hab ich bestellt? Ja, die habe ich bestellt, aber ich möchte beim DM schauen, weil ich glaube, in Deutschland gibt es das schon auch als Nachfüllpackung. Beim Action leider nicht, da habe ich auch schon geschaut. Okay. Aber das finde ich richtig praktisch und das reinigt genug. Es reinigt wirklich genug. Dann habe ich noch das Saint-Tropez Self-Tan Luxe Whipped Cream Mousse, 50 ml, genommen für den Körper. Das war eigentlich nicht schlecht, aber man muss sehr aufpassen, dass man keine Flecken kriegt auf alle Fälle. Mhm. Aber das ist auch sehr teuer, ein sehr hochwertiges Produkt. Dann habe ich noch von Revolution das Tanning Water Medium. Das hat nichts gebracht. Gar nichts. Deswegen kann ich das nicht empfehlen. Aber ich habe noch einen großen Toner auch wieder, ich glaube 200 Milliliter. Das war ein Sika-Tonic mit grünem Tee-Extrakt. Und ihr merkt schon, wie viel Toner ich aufbrauche. Das ist schon krass, ne? Aber ich brauche das unbedingt. Vielleicht riechst du noch was raus. Ich weiß nicht. Okay. Ja, das ist richtig schlecht. Ne? Aber mir hat das weniger gut gefallen wie das andere. Das dann nochmal riechen. Ja. Der hat mir besser gefallen, weil der neutraler war. Und nicht so, ich weiß nicht, da habe ich so das Gefühl gehabt, ich trinke einen Tee oder so. Hat mir das besser gefallen. Ne? Das war neutraler. Nur weniger, aber. Ja. Ja. Dann habe ich noch vom MAC das Prep and Prime Fix Matt Setting Spray. Ich habe das dann genommen, um meine Schwämmchen immer anzufeuchten, um zum Setten. Und ja. Also ein Fixing Spray ist das definitiv nicht und das Ding ist mega teuer. Hatte ich schon irgendwo am Anfang, ich glaube im Adventskalender war da drinnen oder so. Weil letztes Jahr habe ich mir den Adventskalender noch gekauft, heuer sicher nicht. Heuer sortiere ich extrem aus und werde mir wirklich nur einen kaufen, der was mir zu 100% gefällt. Und zurzeit habe ich zum Glück noch keinen gefunden, weil der Look Fantastic ist ja auch so teuer. Der M. Asam ist schön. Nein, der ist auch nicht. Ich habe schon sehr viel von M. Asam und... Okay. Sagt man auch nicht so. Dann habe ich vom Glam Shop einen Contour-Stick aufgebraucht. Yay! Dekorative Kosmetik! Und den habe ich am Anfang sogar schon weggegeben gehabt, aber ich habe ihn dann anders aufgetragen. Ich habe ihn dann immer auf meine Handfläche aufgetragen und dann mit dem Pinsel und dann ging's. Aber wenn man ihn so aufträgt, dann trägt man sich einfach das Make-up wieder runter. Okay. Ja, das geht nicht. Dann habe ich von Ultrasun Lichtschutzfaktor 30 fürs Gesicht habe ich die Sonnencreme aufgebraucht. Das war nur so eine kleine Größe und zwar 15 ml. Ich liebe es, weil da ist ein Pumpspender dran und ich liebe die Ultrasun Sonnencremen. Sie sind zwar wirklich teuer, aber da wurzelt nichts. Die sind so angenehm beim Auftragen und das liebe ich einfach. Dann habe ich noch von By Terry eine Handcreme aufgebraucht. Die habe ich auch noch nicht so lange gekauft. Und ich war so enttäuscht, weil Terry ist so eine teure High-End-Marke und die war nicht richtig, nicht so pflegend. Schade. Ja, habe ich mir gedacht, nee. Ist auf alle Fälle kein Produkt, was ich empfehlen kann. Ja, die Ana mit Menthol habe ich mal letztes Mal, wie ich meinen krassen Muskelkater hatte, einfach über die ganzen Beine aufgetragen. Aber da ist halt auch nicht viel Flüssigkeit in dem Tuch drinnen, also Ach und Krach mit zwei Beinen, aber sonst brauchst du nichts mehr einschmieren damit, ne? Dann habe ich noch von Medic Aid, das war eine Age Defying Eye Cream, Lichtschutzfaktor 30, das habe ich überhaupt noch nicht gesehen und die ist so teuer, die wollte ich mir eigentlich nachkaufen, weil mir die so von der Konsistenz so gut gefallen hat und die ist so teuer, das ist, die habe ich mir dann immer unter die Augen auch noch zusätzlich zum Schutz, weil es ist ja auch alles Hautalterung und Falten unter die Augen, deswegen, aber nee, so teuer, das ist mir nicht wert. Boah, wo habe ich die? In einer Box. Aber schon ziemlich lange, aber jetzt habe ich sie aufgebraucht von Carrara Culture of Care. Eine Mint Lemon Flavor Zahnpasta. Die war aber eigentlich ganz gut. Okay. Hast du die auch? Nein. Na. Die war in irgendeiner Glossy Box oder so, aber das ist echt schon lang her. Ich glaube schon entweder letztes Jahr oder Anfang, okay. Anfang dieses Jahres.
Dann habe ich noch von Balea Limited Edition Rasierschaum Lovely Berries für empfindliche Haut mit dem Duft von Jasmin und fruchtigen Beeren. Den nehme ich immer, um meine Beine zu rasieren oder generell alles, was ich rasiere halt. Und der war richtig gut, war fruchtig und war angenehm. Ich habe damit Pfirsich. Den habe ich jetzt auch. Der riecht doch gut. Der hat mir besser gefallen. Nein, ich mag den Pfirsich sehr. Ja, nee, gut. Ich bin nicht so auf Pfirsich, aber das denke ich mir, dass er der gefallen hat. Ah, und hier habe ich gerade vorher geredet, das war das Serum. Da bin ich echt lange durchgekommen, das Beauty Hyaluron Serum mit 7-fach Hyaluronsäure, sofortige Glättung und Straffung, spürbar Faltenminderung. Okay. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe nicht so viele Falten. Ich kann jetzt nicht sagen, ob mir jetzt irgendwas. Aber Feuchtigkeit hat es auf alle Fälle gut gespendet. War halt wieder wie normal mit so einer Pipette zum Raus. Ich habe mir eine Pipette voll raufgeben. Und ja, war durchsichtig und ja, also war eigentlich ganz okay, ne? Das muss ich machen. Dann habe ich noch von L'Occitane, ich glaube, das ist auch eine ziemlich hochwertige Marke. Wo sind die in einer Box gewesen? Ja, die war in einer Box drinnen und die war so lala, aber war auch nicht so reichhaltig. Aber die war besser wie andere auf alle Fälle. Dann habe ich noch eine Mini-Größe von MAC Fix Plus aufgebraucht. Da war halt fünfmal sprühen und leer, ne? Dann habe ich den Gloss Face Stick von Make-Up Mecca aufgebraucht. Der hat mir ultra gut gefallen. Du hast richtig viel aufgebraucht von dekorativer. Ja, das ist auch dekorativ. Ich freue mich über das. Das ist auch dekorative Kosmetik. Das werde ich ja auch alles auf ein Foto, werde ich das zusammenlegen, werde ich das posten, weil ich bin richtig stolz auf mich. Richtig cool, ne? Und ich nehme immer diese Glossy Sticks, um hier einfach diese Stellen noch zu betonen. Und der war überhaupt nicht teuer. Ich habe jetzt ein extrem High-End-Produkt und ich muss sagen, da ist kein Unterschied da, ne? Ich habe auch in einer, wie haben die Paletten geheißen, was du mir geschickt hast? Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Von Primark oder was? Na, die anderen. Sleek. Genau. Sleek, ja. In einer Sleek-Palette hatte ich mal drinnen auch so ein Gloss und das habe ich auch ausprobiert. Und Sleek, ist es teuer? Keine Ahnung. Oder mittelmäßig, okay. Egal, aber ich glaube, Sleek ist auch eher Mittelklasse. Und da war auch einer drinnen, da war ein Highlighter und ein so ein Glossy-Dings drinnen. Und das hat genauso gut funktioniert. Mhm. Also, man braucht nicht Danessa Myricks kaufen. Aber ich wollte es halt testen. Ne? Ich wollte euch halt sagen, ob das jetzt so der Preis gerechtfertigt ist. Kostet 30 oder 35 Euro. Nee, ist es nicht gerechtfertigt. Nee, niemals. Dann habe ich gestern erst aufgebraucht das Parfum, das Blue Marine Parfum. Und das war auch sehr, sehr frisch. Ja, das war gut. Das wird wieder riechen. Das war gut. Kennst du das? Nein. Aber das war richtig gut. Das riecht gut, ja. Das habe ich immer auf meinem Arbeitsplatz. Ich bin im Homeoffice, das habe ich immer links von mir. Und das habe ich ja immer wieder. Ich brauche das irgendwie immer unterm Tag. Jede Stunde am besten. Das sprühe ich mich immer an und das, ja, das brauche ich. Von Rituals, das The Ritual of Karma, das Soul Shimmering Body Öl. Ich habe mir mehr erwartet. Ich habe das auch heute drauf. Da sieht man nur so grobe Glitzerpartikel. Ich meine, ich brauche es jetzt auf, aber nein. Nein, kann ich nicht empfehlen. Nein, nein, nein. Kann man von Balea den Shimmer Spray auch nehmen. Ja, ist wahrscheinlich besser, ne? Von Espa. Espa ist eine hochwertige Marke des Refining Skin Polish. Das ist ein Peeling quasi, das habe ich auch aufgebraucht, aber das war gar nicht so angenehm, weil das so grobe Partikeln waren. Ich weiß nicht, ob man sich da selber irgendwie verletzen, also verletzt ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war nicht angenehm in alle Fälle. Dann habe ich von Star Skin VIP, das ist auch eine sehr teure und hochwertige Marke, die 7 Second Luxury All Day Mask. Die 7-in-1 Maske, da hast du quasi so ein Pad drinnen und das ist gedrängt und damit kannst du über dein ganzes Gesicht fahren. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, also war eigentlich ganz okay. Schlimmer vorgestellt. Ich habe gedacht, was ist das, wenn das so gedrängt ist und so, aber es war eigentlich eh ganz gut. Okay. Ambia Hair, da waren 100, das war beim Hofer, das waren 100 so kleine ja, so Haken, ganz feine und die waren scheiße. Wirklich, die sind mir jedes Mal, ich mache mal oft Zöpfchen, dass ich Locken und Wellen habe und habe mir die unten dran gemacht und die sind jedes Mal gerissen. Okay. Wirklich. Ich habe mir da, glaube ich, mal, wie ich lange Haare noch gehabt habe, habe ich, glaube ich, bei Amazon noch mal 1000 Stück oder so bestellt. Mm.
Die waren aber okay. Na. Und irgendwann ist es überhaupt so, ich habe mal beim DM mal welche gekauft, okay, die waren ein Jahr, aber trotzdem, die sind gebrochen, die sind auseinandergebrochen. Mhm. Das ist auch nicht toll, ne? Gut, ich habe es meistens nur einmal verwendet, weil dann waren sie eh so verheddert und so, dass ich es weggehauen habe. Okay. Dann habe ich von Bondi Sense Face Lichtschutzfaktor 50. Ja, das war eine Sonnenschutzcreme, auch eine sehr hochwertige. Man merkt es immer an die Probepakete, wenn die so klein sind und sind die sehr teuer. Die war eigentlich auch ganz gut. Also da kann ich nichts Gegenteiliges sagen. Von John Frieda habe ich das Farbglanz-Shampoo genommen. Das war auch gut. Das habe ich gerne getestet. Das war super. Sehr reichhaltig auf alle Fälle. Von Tom Ford, da hatte ich ein Parfum drinnen. Das war leider ein Shit-Parfum. Deswegen hat mir das so schon generell nicht so getaugt und der Duft war okay. Hat mich aber jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen, obwohl Tom Ford high-end ist. Ne? Ah, mein liebstes Peeling, das ist von Kneipp, das Cremeöl-Peeling. Das ist toll. Du musst dich danach nicht einmal eine Bodylotion auftragen, weil die so reichhaltig ist. Die ist super. Wirklich super. Cool. Habe ich mich so gefreut drüber. Bei mir ist auch irgendwas, aber nicht so arg wie bei dir ausgeronnen. Den M. Arthur Magic Finish Make-Up Remover habe ich leer bekommen. Das hat echt lange gebraucht, weil ich benutze es immer nur, um mein Augen-Make-Up ein bisschen zum Säubern und mit Wattestäbchen. Und deswegen war der jetzt relativ lange bei mir. Ah, das war beim Förderbad. Genau, das hat sich gefleckt. Dann habe ich von... Wie heißt die Firma nochmal? Skin Beauty Products und das ist von Wien. Das hat die Gerrit, das ist eine Influencerin, hat mir das einmal vor Jahren empfohlen. Bisher allen empfohlen, ne? Ich habe einfach ihre Stories geschaut und da habe ich mir so ein ganzes Set und das war noch, glaube ich, das letzte Produkt, was ich davon noch hatte. Und zwar Acne Revolution Perfect Peeling Gel 14% mit AHA und BHA. Das war angenehm und gut. Also. Kann. Und mir dauern die Verpackungen. Erstens einmal, ich glaube, es ist Plastik, aber es ist ein Pumper und es geht nichts verloren. Es geht von hier bis nach oben und es geht kein Produkt verloren. Und solche Verpackungen sollten öfter sein, weil auch bei so Tuben, da bleibt immer ein Rest drinnen. Und ja. Dann habe ich noch die Handcreme. Noch eine Handcreme? Ja, ich brauche urviel Handcremen, vor allem wenn ich in der Arbeit sitze. Okay. Ich brauche das Gefühl, dass meine Hände gepflegt sind. Mhm. Die sind oft trocken und deswegen, ja, ich brauche babyzarte Hände. Und ich brauche das für im Winter, brauche ich auch viel Handcreme. Im Sommer jetzt. Auch im Sommer, seit ich mich so zum Pflegen im ganzen Körper angefangen habe, muss das unbedingt sein, aber die war nicht gut. Die war in der Little Box drin von Natura Ecos. Ich glaube, die habe ich auch. Ja. So schaut die auch, kann ich jetzt nicht so. Die war eine von den eher schlechteren Handcremen. Dann habe ich noch verbraucht von Clean and Zero einen Cleansing Balm. Das ist so ein kleiner Balm. Und da habe ich aber so ein Set gekauft und der hat mir gut gefallen. Habe ihn aber nur im Gesicht verwendet, weil ich verwende nur meinen großen Tiegel von Clinique auf meinen Augen. Oder den von Chepodar. Aber sonst finde ich, die brennen in den Augen und das ist gar nicht gut. Und ich habe noch ein dekoratives Teil aufgebraucht. Ich habe einen Lipgloss leer gemacht. Und zwar war das der von Catrice. Ich glaube, der ist ausgeronnen. Das war da Übeltäter. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, was das für eine Farbe war. Es war auf alle Fälle so Aprikofarben. Und ja, bitte. Dankeschön. Ja, und der schimmert halt einfach nur auf die Lippen, den habe ich auch schon seit letztem Jahr, deswegen will ich jetzt eigentlich meine ältesten Lipglosse und will ich jetzt immer aufbrauchen, deswegen steht der neben meinem Arbeitsplatz und da wird immer wieder aufgetragen und deswegen ist der auch leer gegangen. Und alles, was mir nicht so gefällt, kriegt auch eine Freundin von mir und die freut sich immer, da habe ich schon wieder eine ganze Kiste voll, beziehungsweise teile das immer auf ein paar. So, dann habe ich noch ein Serum aufgebraucht und zwar war das von Eucerin der Hyaluronfiller. Das war ein Konzentrat, das war auch ganz angenehm. Das war so ähnlich wie das andere Konzentrat, was ich euch vorher gezeigt habe. Das war auch sehr feuchtigkeitsspendend und gut.
Dann habe ich noch Flower bei Kenzo. Kenzo mag ich richtig gerne. Das ist ein Parfum, habe ich aufgebraucht. Mhm. So eine kleine Größe, so eine Probiergröße, das habe ich immer gerne. Und ich habe auch die Mentos Kaugummi Insta White Blue System aufgebraucht. Die waren eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Es stand drauf, dass das die Zehner weißer machen soll, aber ich habe davon nichts gemerkt. So, dann habe ich noch eine Nachtcreme aufgebraucht, die Renight Cream, und die war sehr, sehr angenehm von der Konsistenz, aber frage mich jetzt nicht, wo die drin war, ich weiß es nicht. In irgendeiner Box. Nein, kenne ich nicht. Kennst du nicht, okay. Und das M. Asam Vitamin C Creme hatte ich mal bei einer Reise mit, und deswegen habe ich, oder an einem Wochenende, wo ich woanders war, und deswegen habe ich die aufgebraucht, die war ganz okay, aber von einem Mal kann ich jetzt nicht viel sagen. Ne? Ich habe noch ein dekoratives Schätzchen aufgebraucht. Das ist so mini-Ding. Einmal habe ich es benutzt und ich war sowas von begeistert. Ich fand diese Foundation richtig gut, aber das ist eine Dior Foundation, die ist so teuer. Die Forever Skin Glow in 2N, und die Farbe hat auch gepasst, die war so schön. Ja, ich hebe sie mir auf, da habe ich jetzt schon ein paar Produkte, und wenn ich irgendwann einmal nichts mehr haben sollte, was wahrscheinlich niemals passiert, dann würde ich sie nachkaufen. Oder vielleicht gibt es sie irgendwann in einer Sale oder so. Mhm. Dann habe ich noch von Bloom & Blossom eine Hands Up Age Defining Hand Cream. Noch eine Handcreme. Kommt auf keinen Fall, die habe ich auch. Die war okay. Ja. Dann habe ich noch einen Primer von MAC ausprobiert und aufgebraucht. Prep and Prime Primer. Der war eigentlich ganz gut, war feuchtigkeitsspendend, aber CC, den habe ich ein paar Mal benutzt. Sehr MAC-lastig auch. Dr. Lip Original Nipple Balm. Und ich habe es genommen, um meine Lippen zu pflegen. Steht auch unten drauf. Ja, dass man auch für die 100% natürliche Inhaltsstoffe richtig pflegen. Richtig gutes Produkt. Aber ich glaube, das ist auch ein hochwertiges Produkt. Ist jetzt schon wieder an der Große. So, jetzt bin ich hier fast fertig. Man glaube das nicht. Aber ja. Das ist das Clean Reserve. Ich weiß es ja oft selber nicht mehr. Kommt natürlich. Ja, ich denke mal auch jedes Mal, ich soll es mal draufschreiben. Ja, aber wenn Glasflakon ist auch ein bisschen blöd. Naja, aber ich glaube nicht, dass es hält. Deswegen. Wir müssten nochmal mit Dixo, das ist mir zu viel Aufwand. Auf alle Fälle war das, glaube ich, frischer und hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil, ja gut, ich brauche es so auch auf. Aber es taugt mir. Das war noch ein Reiniger, der war auch super. Von welcher Marke ich? Fab. First Aid Beauty. Ja, eine Probegröße habe ich gerne benutzt. Und jetzt habe ich noch zwei Parfums, beziehungsweise nicht zwei Parfums, ein Parfum noch. Das ist von Issey Miyake, A Drop de Issey. Kann man nicht mehr aussprechen. Hm. Das war blumiger, das war jetzt nicht so das Highlight auf alle Fälle. Und dann habe ich noch das habe ich mittlerweile schon das zweite Mal aufgebraucht, die Cure Empowering Fluid, ein Repair Mist. Also das habe ich zum Refreshen benutzt, aber mir hat der Sprühkopf überhaupt nicht gefallen. Ich habe mir gedacht, ich sprühe mal punktuell quasi das so hin. Der war so stark, der Sprüher, und ja, aber sonst war er ganz okay. Ja, meine Box ist leer. Man mag es kaum glauben. Oh mein Gott, wir haben jetzt eine Stunde gebraucht. So ein großes aufgebraucht Video habe ich echt schon lange nicht mehr gedreht. Meistens sage ich mal so 35 bis 40 Minuten, aber eine Stunde. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir dazwischen immer wieder plaudern. Ja, also okay. Ja. Schieben wir es jetzt auf das. Dann ja, genau. Schieben wir es jetzt auf das. Dass wir zu zweit sind. Ja. Genau. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Konnte es euch ein bisschen hilfreich auch sein, dass euch gewisse Sachen vielleicht nicht nachkauft, gewisse Sachen nachkauft, oder wenn ihr es habt, und ja, einfach meine Review dazu. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt uns gerne beide einen Daumen nach oben, ein nettes Kommentar, und folgt uns doch mega gerne. Dann würdet ihr uns so, so sehr unterstützen, und schaut auch bitte anschließend bei der Caro auch vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss.